Ich hasse Hollywood. Ich, Sir Laurence Olivier, würde nie nach Hollywood gehen. Die Studios dort sind so mächtig, dass alle eingeschüchtert sind. Es ist eine riesengroße Geldmaschine, nicht mehr und nicht weniger. Sie nennen es immer die Traumfabrik. Und eine Fabrik ist es ja auch. Es geht dort nur um Geld, Macht, Sex und Glamour. Das alles dient doch nur dazu, das Publikum einzunebeln und die Wahrheit zu verschleiern. Und Mädchen wie Marilyn versuchen von Hollywood genauso zu profitieren wie Hollywood von ihnen. Wie viele Künstlerseelen haben das nicht Früher kam sie am Donnerstag, wenn sie für Montag bestellt war. Jetzt kommt sie im Herbst, wenn im Frühjahr gedreht werden soll. In manchen mögen es heiß, haben wir eine Szene mit ihr 62 Mal gedreht. 62 Mal! Wir haben den Text an jeden Tisch gehängt, über jeder Kamera notiert. Aber verdammt, das Mädel besaß etwas, das sonst niemand auf der Leinwand brachte, außer der Gabo. Niemand! Und sie konnte besser Komödien spielen als irgendjemand sonst. Mr. Wilder! Moment. Moment, I'm coming! Mein Film, manche mögen's heiß, wurde ein Welterfolg. Die Sache mit der Fotografiererei ist ja schön und gut, Norma Jean. Aber wenn ich zurückkomme, dann gründen wir eine Familie. Du kannst nur eine Karriere haben. Eine Frau kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich habe sie im Leben nicht getroffen. Ich kenne nur ihren toten Körper. So eine schöne Frau. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie vor mir, wie schlafend. Sie hätte 50 Schlaftabletten nehmen müssen, um auf die tödliche Dosis zu kommen. Nein. Nembutal rektal verabreicht mit einem Klistier als Einlauf. So war es. Das hat zum Tode geführt. Die Haushälterin Eugene Murray hat ihr das Klistier gelegt. Sie war's.